Am Anfang war das Ei oder besser gesagt die Eier, denn damit fängt ein guter Tag an mit einem leckeren Omelett. Und deshalb habe ich heute Unterstützung von Amelie Heinz. Amelie, du hast einen Foodblog und du kennst dich bestens mit dem perfekten Omelett aus, richtig? Ganz genau. Für ein perfektes Omelett brauchst du 3 Eier und damit du es ganz perfekt machst, 5 Tipps habe ich für dich. 5 Tipps hat Amelie für uns und die haben wir gemeinsam mit ihr für sie zusammengefasst. Hier sind sie. Naja, Omelett macht man ja eigentlich immer noch alles, was man noch hat, so, ne, zum Frühstück. Ich tue auf jeden Fall Spinat rein. Bisschen Paprika, was Knackiges, damit es eben auch schön saftig wird. Olivenöl mit Eim mag ich eigentlich nicht so gern. Und dann halt vor allem die Pfanne nicht zu heiß machen. Aber wie geht's denn nun richtig? Amelie zeigt unserem Reporter Marc, wie er das perfekte Omelett hinkriegt. In die aufgeschlagenen Eier gibt Amelie eine Prise Pfeffer, Salz und Zucker hinein. Und als Geheimtipp? Frische Muskatnuss. Das macht das Ganze ein wenig nussig. Und wie kriegt sie das Omelett so schön dick? Mit einem Schuss Milch. Dann alles ordentlich verquirlen. Und jetzt zu Tipp Nummer 1. Sprudelwasser dazugeben. So, und jetzt gebe ich noch einen kleinen Schuss Mineralwasser dazu. Das ist wirklich der ultimative Trick, um es wirklich fluffig zu machen. Der Grund dafür liegt in der Kohlensäure. Sie lässt beim Verdampfen das Omelett luftig aufgehen. Die Einmischung ist fertig. Was denken Sie? Welche Pfanne ist am besten geeignet für das perfekte Omelett? Auf jeden Fall was Beschichtetes nehmen, damit es nicht anbappt. Keramikbeschichtet kann ich empfehlen. Wir haben so eine Keramikpfanne, die war furchtbar. Groß, klein, gute Frage. Ich keine Ahnung. Ja, nee, auf die Größe kommt es nicht an. Falsch. Tipp Nummer 2. Die richtige Beschichtung und Größe der Pfanne sind entscheidend. Das hier ist die perfekte Omelettpfanne. Okay. Die hat die richtige Beschichtung. Das ist eine schöne Keramikbeschichtung. Und sie ist schön klein, damit, wenn man das dann schön ausbreitet, dann zusammenklappt und so an den Rand schiebt, dann kann man so einen schönen Halbmond bilden. Ist die Pfanne zu groß, wird das Omelett zu dünn und brät zu schnell durch. Ist der Rand nicht flach genug, kann man das Omelett nicht vernünftig wenden. 24 cm Durchmesser mit einem 4 bis 6 cm hohen Rand sind die richtigen Maße für ein Omelett aus 3 Eiern. So, und in was brät das Ganze am besten? Tipp Nummer 3. Statt mit Öl, mit Butterschmalz anbraten. Warum denn Butterschmalz? Was ist beispielsweise an Olivenöl verkehrt? Also verkehrt ist da nichts. Für mich hat es einen zu starken Eigengeschmack. Und ich mag einfach gerne den Butterschmalz. Das kann man schön auch heiß machen und schmeckt zum Omelett einfach am besten. Auch wenn das Butterschmalz weniger gesunde Fettsäuren enthält als das Olivenöl, es bindet das Ei besser und macht es so richtig kompakt. Bei ca. 150 bis 170 Grad bekommt das Omelett eine schöne braune Kruste. Und jetzt Tipp Nummer 4, das kleine Helferlein, der Gummischaber. Warum rührst du das jetzt um? Also ich rühre so ein bisschen, damit es nicht total gleich anklebt. Man sieht richtig, wie sich da diese Blasen bilden. Ja. Das liegt am Mineralwasser. Damit das Omelett trotzdem gleichmäßig durchgart, verrührt Amelie die Masse mit einem Gummischaber. Besser als mit einem Löffel oder einer Gabel, denn so leidet der Pfannenboden nicht. Sind die eigentlich am besten geeignet zum Omelett machen? Ja, da muss man nur darauf achten, dass sie auch wirklich hitzebeständig sind. Mhm. Aber dann sind die perfekt. Das perfekte Omelett ist fast fertig. Vorher aber noch unbedingt die Zutaten reingeben. Der Klassiker? Ein bisschen Käse. Wichtig dabei nur, die Zutaten nicht vorher in die flüssige Eimischung geben, da sonst das Omelett beim Braten nicht vernünftig bindet. Und jetzt zum heikelsten Part. Wie das Ganze wenden? Tipp Nummer 5. Besser klappen als werfen. Instinktiv hätte ich jetzt einfach das so, wie so diese Meisterköche, so umgeworfen. Nein, nein, weil das muss ja in der, nein, weil es muss ja in der Mitte noch schön weich bleiben. Und du drehst es jetzt einfach einmal nur da um. Und tatsächlich, es funktioniert. Das Omelett ist fertig. Fluffig und gut durchgebraten. Auch optisch ein Augenschmaus. So einfach geht das perfekte Omelett. Mit etwas Käse in wenigen Minuten. Fertig.